Ja, hallo meine Damen und Herren. Ich wünsche euch sehr herzlich willkommen zu meinem neuen Video Audiokassetten Folge 6. Ja, in dieser Folge werden wir heute sehen, also in dieser Folge werde ich euch heute zeigen, verpackte Kassetten vom BASF. Das heißt, neu verpackte, neu versiegelte Kassetten von BASF. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht und die möchte ich euch heute zeigen. In diesem Falle viel Spaß! Ja, hallo, wir fangen an mit der ältesten Kassette, die ich habe, und zwar mit der BASF Chrome Super 2. Die ist original verpackt aus den 80er Jahren. Sehr schönes Schwarz. Ja, hier wurde mal aufgerissen, aber. Dann kommen wir zur nächsten Kassette. Das ist eine BASF Ferro Extra 1. Diese Kassetten, finde ich, haben einen tollen Klang. Rauschen auch nicht so sehr. Ist vielleicht für manche wichtig. Für mich jetzt nicht so. Aber. Die kommt aus dem Jahre 1991, 92. Ja, dann kommen wir zu den nächsten. Eine ganz bekannte Kassette, weit verbreitet. Die Sound 1. Und hier sehen Sie schon das MTEC, also BASF, zu MTEC geworden ist. Das war so circa im Jahre 1996, 97, dass hier BASF und MTEC zu MTEC geworden ist. Also BASF machte nachher unter dem Namen MTEC weiter. Das ist eine normale Typ 1 Ferro, 60 Minuten. Ja, kommen wir zu der nächsten. Hier haben wir noch etwas eine neuere. Das ist auch eine Ferro Extra. Eine neuere. Das war noch BASF. Auch eine sehr tolle Kassette. Ja, und dann kommen wir zu der Typ 2. Da fangen wir einmal mit der Chrome Extra an. Dann eine neuere Chrome Super. Das ist jetzt schon das MTEC-Zeichen. Also späte 90er Jahre. So, und jetzt kommen wir noch zu was ganz Speziellem.
Die war für mich sehr teuer. Eine Typ 2 Referenz Maxima. Also das höchste, was Chrom konnte. Das war die höchste Liga von BSF, was Chrom so konnte. Rauschaum sind sie, das stimmt. Überragendes Klangbild stimmt auch. Beispielsweise Brillanz und Transparenz, das stimmt auch. TP2 war die höchste Bezeichnung einer BSF-Kassette damals im Chrom-Segment. So, ich lege noch einmal alle zusammen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bitte schickt mir ein Like oder abonniert mich, wenn ihr Lust dazu habt. In diesem Falle. Ach ja, jetzt zeige ich euch noch kurz meinen Kassettenpulli. Ja, und hinter mir seht ihr auch noch ein paar Geräte, die gezeigt werden müssen. Einmal das Technics hier und unten die Pioneers. Ja, in diesem Falle wünsche ich euch viel Spaß, fleißig Kassetten hören und wirklich vergesst mich nicht zu abonnieren oder auf die Klingel zu drücken. In diesem Falle bis zum nächsten Video. Tschüss!